Ja, damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von uns mit Mono und Nation. Hallo. Hallihallo. Und zwar geht es diesmal um For the King, ein Rollenspiel im erinnert so ein bisschen an Heroes of Might and Magic und was fällt uns noch ein? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wir ziehen nacheinander unsere einzelnen Figuren. Gehen jetzt in einer Kampagne vor, die wir auch hier anfangen mit Rosamond, Königin von Farul. Und ja, während des Spiels erklären wir dann alles Was weitere. denn für eine Kampagne? Königreich Farol, keine Ahnung, ich habe den Namen For the völlig King, die vergessen. Hauptkampagne. Ja, Richtig. für den König. Aber für den König hieß es, richtig, danke. Erst befindet der Zauberer Flexor, dann wird mein eigener Ehemann in sein Palast erschlagen. Du bist vielleicht die letzte Hoffnung für Farol. Aber das ist eine Frau, du musst das weiblich Ich habe hervorlesen. keine Lust, hochzureden, das ist albern. So, das ist unser erstes Ziel. Wir sollen also nach Holzrauch gehen. Da wir den Anfang schon kennen, erzählen wir das einfach so. Und ich beginne dann und kann erstmal in der Stadt gucken, was es denn hier Schönes gibt. Allerdings habe ich kein Geld und kann sowieso nichts kaufen. Aber du könntest einen Job annehmen. Nee, Job, nee, ach, wer macht denn Jobs? Okay, war dumme Idee, sorry. Ja, und zwar, da haben wir auch das erste Chaos reduzieren. Das bezieht sich hier auf die obere Leiste. Das Chaos ist dieser Totenkopfschädel. Wenn der aktiviert ist, das heißt also ganz nach links gelaufen ist, bedeutet das nichts anderes, als dass wir einen bestimmten Malus haben. Zum Beispiel wird uns ein Beutegegenstand geklaut oder wir kriegen immer Schaden nach jeder Runde oder ähnliches. Deswegen ist es immer angenehm, den loszuwerden. Zweite Mission wäre eine Lieferung, da würden wir flinke Schuhe bekommen. Oh, die sind gar nicht schlecht. Möchte jemand flinke Schuhe von euch haben? Kennt ihr die noch? Muss nicht unbedingt Also, sein. Mono kennt die bestimmt. Ja, die sind cool, aber ich denke, Chaos reduzieren ist wichtiger. Ja, und das andere ist wieder Kopfgeld, 30 Gold, 10 Gold. Okay, dann machen wir das mit dem Chaos reduzieren. Das wird direkt nebenan, das ist sehr praktisch. Perfekt. Ja. Dann zeigen wir auch direkt, wie das mit dem Kampf funktioniert. Also ich sehe dann, wenn ich mit der Maus drüber gehe, in welchem Umkreis meine Leute mit mir kämpfen können. Wie man jetzt sieht, ist alles im roten Bereich. Also Attacke. Ach, die fällt mir eine Fähigkeit meines Helden, aber da müsste ich den Fokus benutzen. Dazu kommen wir gleich noch. Hast du überhaupt schon gesagt, was für eine Klasse du bist? Ach so. Beziehungsweise überhaupt, dass es verschiedene Klassen gibt. Ja, dann mach das doch. Erzähl doch mal. Ich bin hier der Neuling im Spiel, das darfst du machen. Nein, auf jeden Fall, es gibt mehrere Klassen oder verschiedene Klassen im Spiel, die eben besonderen Wert auf verschiedene Attribute legen. Hier unten, ich zeige euch das mal bei mir, sehen wir ganz viele verschiedene Attribute. Darunter Stärke, Vitalität, Intelligenz und so weiter und so weiter. Wie in vielen klassischen Rollenspielen, sage ich jetzt mal. Der Gjormund, der ist ein. Du bist ein Feinsteller, oder? Ich bin ein Feinsteller, genau. Okay, ich bin zum Beispiel ein Holzfäller. Und Und ich der bin Gelehrter. Mono. Genau. Und den Kampf hat man gerade schon gesehen. Da wurden dann bei mir drei Symbole angezeigt. Auf die wird gewürfelt. Und das sind die Talente, die man unten hat. Genau. In meinem Fall ist es also wirklich das Talent gewesen. Und man kriegt eine bestimmte Prozentzahl angezeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass man die voll bekommt. Und bei vielen Angriffen ist es so, dass man dann zum Beispiel Rüstungsdurchdringung hat, wenn man es komplett schafft oder wenn einen anderen zusätzlichen Effekt bekommt. Dann gibt es noch Crit-Schaden, wie bei Rollenspielen üblich, aber das sieht man jetzt im Kampf sowieso. Genau. Und Mono weiß nicht, was er tun soll. Warum greifst du Ja, nicht ich den ganz überlege, rechts an? ob wir den einen. Ja, weil der, guck mal, wo der dran ist. Ihr seid beide vorher nochmal dran. Ja. Na gut. Kann ich auch allen einen rein zwiebeln. Das wird schon Ja. gut. Hier oben sieht man auch das Level vom Gegner, beziehungsweise die Level vom Gegner. Die große rote Zahl ist die HP-Zahl. Und bei den Chaos-Akolyt rechts zum Beispiel, da steht doch eine 2. Da darf jetzt gerne Guillermo mal erklären, was das bedeutet. Achso, du meinst das mit dem Schild, ja? Das ist die einfach die Rüstungsklasse oder der Rüstungswert.
Blauer Schild bedeutet körperlichen Schaden und ein violetter Schild bedeutet magischer Schaden. Beziehungsweise Schild gegen entsprechenden Schaden. Genau. Och nö, nicht bluten. Macht nicht wirklich viel Schaden. Also. Ich hätte auch nur 6 auf den Einzelnen machen können. Ach, da fällt mir gerade auf, mein Ich verstehe auch gerade nicht so ganz. Ja, Vorhin habe gut. ich behauptet, mein Stab würde auf Talent gehen, der geht aber auf Wahrnehmung. Auf Wahrnehmung, Ja. okay. Oi. Der Ja, super. Kriegermund, den geht's schon nicht mehr so gut. Fängt super an, ja. Das war sehr gut, damit hat er wieder 4 Schaden auf alle 3 gemacht, damit ist einer schon weg. Ei, Karamba! Das sieht ja jetzt schon, das ist der erste Gegner und der ist eigentlich total Pillepalle und Ja, nicht Pillepalle genug für uns. Boah, ja, die sind halt auf Level 1, wir sind Level 0. Ja, aber trotzdem. Ja, das ist, was man hier, ich zeig das mal mit der Maus da unten. Genau, hier ist das Spielerlevel. Das Da haben wir noch zum Beispiel, genau. Das sind eigentlich mitunter die wichtigsten Werte. Hier haben wir. Nee, warte mal. Was denn? Ich gehe auf den. Wer ist nach mir dran? Mono ist nach mir dran, ne? Ja. Aber wenn du. Nur kaputt, wenn ich voll treffe. Genau. Komm, alles mit dem Fokus raus und müssen wir wegkriegen. Ja, das ist scheiße. Damit kriegt er gar keinen Tod, oder? Doch, 6 Ja, doch, wenn ich voll treffe, wie gesagt, dann kriege ich ihn tot. Perfekt! Durchbohrt, 6 Schaden, weg ist er. Ich auch. Geomon ist auch weg. Ja. Darf ich dich wiederbeleben? Oder Nein, soll ich lieber. Mach den weg. Ja, gut. Ihr seht, 78% Wahrscheinlichkeit mit 12 Schaden. Geklappt hat es bis jetzt noch nicht einmal. Das ist das erste Mal, wunderbar. Und den Geomon, den lassen wir hier liegen. Für den ist das Kapitel hier zu Ende. Nein, Quatsch. Wer möchte denn? Geomon kann gerade nicht. Wir haben keinen. Mono müsste eigentlich. Keiner hat einen Bonus, du kannst es einfach teilen. Achso, jetzt habe ich. Oder selber nehmen, ist egal. Machen wir irgendwie schon, genau. Genau, am Ende werden immer die Items verteilt. Ja, und da kann man denn. Weggemacht, wie man da oben sieht. Genau, da oben jetzt blinkt es gerade und jetzt ist es verschwunden in der Zeitleiste. Jetzt haben wir erstmal wieder mehr Zeit. Ja. Könntest du mich mal aufheben da? Du musst auf mich drauf stapfen. Da will ich gar nicht lang. Willst du wohl. Und dann sieht man hier oben, wir haben einen gewissen Lebensvorrat und dann genau. Das erste haben wir jetzt gerade schon aufgebaut, also ich. Boah, fängt super an. So, würde jetzt gerne das Hexenlager machen, aber Mono und Kim und denen geht's beiden nicht mehr gut, das hat keinen Sinn. Ja, ich werde schlafen. Du musst schlafen gehen, alles klar, dann Dann geh doch zum Helden und erholen. Oder? Held aus Bronze? Kann er eigentlich mitnehmen. Oder Mono holt sich das gleich, der hat mehr Fokus. Ja, ich glaube auch, ja, das ist besser. Ich habe doch vollen Fokus, das würde jetzt bei mir totale Verschwendung sein. Aber ich muss mich halt definitiv heilen. Ja, werde ich da unten geheilt bei dem Typen? Oder kriege ich halt nur vollen Fokus? Ich glaube, du wirst auch geheilt, aber das Angaben ohne Gewehr. Okay, dann probiere ich das aus. Was mache ich denn jetzt? Wäre eigentlich für dich am besten, weil du am wenigsten EP hast, aber. Also, wenn du den ja. nimmst. Da hat er auch wieder recht. Das ist richtig, aber. Kriegen wir schon im Leben. Ja, ich weiß gar nicht genau, was ich machen soll. Ich bin überall. Ja, wir müssen nach Holzrauch, dann würde ich sagen, gehe ich einfach mal nach links. So. Ich bin in meinen Zug. Über mir ist ein Bestienmensch aufgetaucht. Den lassen wir jetzt aber auch erstmal in Ruhe. Wie Sie sehen, werden wir auch geheilt, wenn wir darauf gehen. Ja, ist durch den Levelaufstieg gehalten. Ach so, das kann. Ja, stimmt, der ist Level aufgestiegen. Ach so, da hätte jemand Geld da lassen müssen, für den Motor. Egal. Na, ich komme einfach einen Schritt zurück. Benutze ja. Fokus dafür, stell dich daneben. Wenn du dann auf die Stadt gehst, dann kann ich dir was rüberschieben. Oder so, ja. Ja, was
war's für mich schon. So, damit ist Keom wieder dran. Oben links steht's. Oh. Dankeschön. Ich hab dir nun auch keinen Cent mehr. Ja. Halt dumm gelaufen. So, hier ist etwas Unbekanntes. Bin ja mal so ein bisschen neugierig. Ich gehe einfach mal rauf. Und das ist, Da nix für dich. Da ist nix für mich. Da gehe ich mal wieder weg. Intelligenz und Nation ist nicht für Intelligenz bekannt, also. Also in unserer Gruppe auf jeden Fall. Schon Arsch. Ja. Das ist halt im Modus, würde ich sagen. Ja. Der alte Mann ist in Stänkerlaune. Ja, ja. Warum machst du den besten Menschen denn nicht? Weil Mono immer noch nicht voll geheilt ist. Ja und? Ja, das hätte ich schon überlebt. Also es ist ja nur der das Typ und die komische Hexe da drüben. Ja, ich weiß, dass die Stufe 0 sind. Ja, Unterstützungsreichweite hat Nation leider nicht mit dem Holzfäller, ist klar. Ja. Jetzt bin ich einen Schritt zu weit gegangen, ne? Ja. Ja, dann mach doch ohne mich. Das war der Beweis für die Intelligenz, ihr versteht schon. Meinst du, wir sollen ihn ohne dich umhauen, ja? Mach ich. Ja, komm, ihr kriegt maximal 2 EP, ich werde das überleben. Mach du erstmal deine Intelligenz hier. Fokus. Ja, ich verliere meinen Fokus. Schade. Ah gut, die kriegen wir auch so um. Nehme ich mal an. Du hast ja noch Fokus. Leider nichts mehr. Aber es nehmen nur. Die alte Hexe, die kann also gar nichts. Die kann sowieso nichts, ne? Immun gegen Feuer, immun gegen Gefrieren weil und immun gegen Schock. Machen sollten, ne? Weil die, also den Bestienmensch, von dem kriegen wir sowieso einmal Schaden. Ja, eine okay. Hexe können wir ihn wenigstens vermeiden. Ja, mein Fokus, also man kann ja. Das hat man erklärt. Schafft es nicht zu 2-12? Achso, ne, erst Alpha steht schon. Man kann auf jeden Fall dadurch seine Prozentzahl erhöhen. Und in dem Fall war das auch gut so. Ich würfel gerade super. Ja, jetzt hat Mono die Kiomon-Rolle übernommen. So wie bei unserem Spiel letztes Mal. Erst der haut drauf. Boah, ich hätte doch den Fokus nehmen müssen. Oh Mann, hoffentlich ist die Blutung jetzt nicht. So, oh ja. Okay. Nicht dran. Oh, oh, wow. Das wird ein kurzes Let's Play, alter Falter. Soll ich dich erst wiederbeleben oder den umbringen? Hau den um. Falls er schafft. Oder kannst du mir auch erst wiederholen, wenn du möchtest. Also du bist ja safe, du, dir kann ja nichts passieren. Ja, also, ja aber wie sicher ist es, dass er dich danach nicht gleich wieder umhaut? Na gut, 13 HP, das geht. Wow. Das läuft echt gut. Das läuft echt gut, ja. Das läuft super. Oh Gott. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen mehr zugetraut. Wir sind immer noch also, bei Tag 1 und haben schon 2 Leben wie verloren. Wie machen wir das denn mit dem Gold? Also ich würde auf jeden Fall gern zurückgehen und mich heilen. Hast du nicht genug Geld? Schwerer Bogen, das ist für dich. Mhm. Ja. Ja, den werde ich auch direkt benutzen. Boah, aber 4 Abfragen. Ja gut, aber er macht mehr Schaden und plus 2 Ausweichen und so, das ist auf jeden Fall besser, als was ich jetzt habe. Und ich habe Unterstützungsreichweite, die habe ich ja sonst auch nicht. Achso, du bist ja noch nicht da. Ja gut. Richtig, ich muss hier erstmal ein Päuschen machen. Okay. Dann gebe ich dir mal kurz das Geld, was ich noch habe. Mehr habe ich leider nicht. Kenne ich. Ich habe dir gerade auch alles rübergeschoben und dann sind nach dem Gasthaus nur 2 oder so bei dir übrig geblieben. Dann gehe ich mal Richtung Heiligtum da oben. Ne? Oder möchtest du das lieber? Meinst du mich jetzt oder Nation? Weil der ich meinte dich Nation. Eigentlich. Ja, achso, nö. Kannst du auch haben. Also nö. Ach, nö, ich bin ja sowieso so weit weg. Ich laufe jetzt erstmal zur Stadt und rast du dann da. Also nimm's ruhig. Oder Nation nimm's, wie auch immer. Oh, guck mal. Könnt ihr ein paar Punkte machen? Möchtet.
Ja, für mich ist es ja am sinnvollsten. Na komm. Immerhin 4 AP. Immerhin. Immerhin, ja. Ich lebe noch. Ja, ist okay. Also das Becken, das hat man gerade schon erklärt, ne? Es wäre ein Teleport, aber leider brauchen wir Brauchen dafür wir zwei das noch, Becken. genau. Also Nation könnte ja schon mal zu Holzrauch gehen oder wie gesagt, du kannst auch den Schrein holen, wenn du willst. Warte, für meinen Das Heiligtum Holzrauch. meinst du? Ja, mein Ich glaube auch, das Schrein wäre meine ich ich. jetzt aus. Immunität ist immer gut. So. Der gönnt mir ja nichts, ne? Doch, den Tod habe ich dir gegönnt. Was hast du mir gegönnt? Den Tod habe ich dir gegönnt. Achso, ja. Wow. Der, welche ganze Zeit so gemeine Sprüche ablässt, ne? Tja. Weißt doch, Karma ist eine Bitch. Sprechen wir uns gleich noch drüber. Leider bist du nicht dabei. Aber sonst, wir könnten die Hexe. Ach nee, da bist du auch nicht dabei, du bist einen Schritt zu weit. Ach Ja, ich Mann. habe auch gerade geguckt. Bei der Hexe ist er auch nicht dabei. Da wären Ja. wieder nur wir beide gewesen. Ja, bei der Hexe wärst du. Ja, aber auch zu weit, das ist ja das Problem. Ja, ich Keiner da. sowieso. Aber ich habe gerade gedacht, ob ich die vielleicht angreife. Ja. Da wärst du ja auch dabei gewesen. Ja, das ist jetzt so ein bisschen suboptimal. Wo soll ich denn jetzt hinlaufen? Bleibst du stehen? Auch nicht verkehrt. Dann stelle ich mich dahin und dann kommt ihr gleich mal vorbei und versuchen wir mal gemeinsam hier ein paar Leute wegzuhauen. Dann noch einen schönen Tag. Ja, habt ihr vielleicht gerade auch gesehen oder auch nicht, Schritte, die nicht benutzt werden, die werden dann am Ende der Runde in Leben umgewandelt. Ja, bei der Kampagne zumindest. Bei Das ist der nicht bei Kampagne jeder so. zumindest. Ich kenne nur die, also kann ich nur so Ja, ist erzählen. okay. Tja. Baust du denn ein bisschen Menschen an oder wo willst du hin? Nee, ich hab mal gerade in den Markt geguckt. Den schweren Bogen, den du gerade gefunden hast, den gibt's hier sogar zu kaufen. Ja, ich kann unten das bisschen Menschlager angreifen, da seid ihr Ja. dabei. So, da haben wir zwei mit magischer Rüstung oder mit magischem Widerstand und einen mit physischen. Ja. Erst die Hexe oder? Einen von den beiden. Okay, dann machen wir den. Keine Ahnung, was Boah, das für ein Ding komm. Hui, Wow. der war. Ja, wirklich gutes Würfelglück gerade. So macht man das. Ich habe sogar Ausweichen 17, aber ich schaff's trotzdem nicht. Probieren wir es mal so. Da schaffe ich 4. Das war auch schön. Nicht schlecht, Herr Specht. Okay, da haben wir eine Runde. Riff-Off-Kurs kommt durch was jetzt? Kommt durch meine Ach, du hast eine Gelehrtheit. Passivfähigkeit. Ah, okay. Refokus ist meine Charakterfähigkeit und ich habe immer am Ende des Zuges eine Chance, einen meiner Fokuspunkte wiederherzustellen mit dem Gelehrten. Okay. Also ich weiß, Guillaume, und dir war das schon bekannt, aber das war jetzt für die Zuschauer. Ja.
Ja, dann greifen die nächsten Besten Menschen an. Ne? Punkte brauche ich. Ich muss noch aufsteigen. Oh, das ist alleine. Ach genau, du bist ja jetzt ein Hinterhalt. Theoretisch schon, ja. Theoretisch schon. Spielt er direkt auf sein schlechtes Würfelglück an. Ja. Den einen hättest du jetzt auch noch machen können. Das wäre gut gewesen. Ach ja, 17 ausweichen. Ich hab's trotzdem nicht. Wow, ein EP. Amazing. Ja, also. Ich glaube, nimm du das mal mit. Du brauchst ja gleich schon wieder fürs Innen 5. Ja. Vielleicht. Eine Stärke ist nichts für mich. Das ist eigentlich was Ignacion. Ich werde sie auch erstmal nehmen. Na gut. Warte mal, Holzrauch. Okay, Wächterwald. Da sind dann die glitzernden Stollen. Das müssen wir erst noch freischalten. Genau. Und da können wir wieder mal ein Chaos verhindern. Ich glaube, wir könnten mit Guillaumes Zugende dann auch die erste Folge beenden. Ja. Okay, können wir machen, ja. Achso, nächste Quest nehme ich noch an. Ja, wir mach noch alles, was du zu tun hast und so, also kein Stress. Genau. Und dann wir hätten wieder Chaos reduzieren. Der Gegenstand wäre ein Glasbogen. Der Nachteil ist nur, das blöde Ding kann zerbrechen. Also wenn diese Probe misslingt, dann zerbröselt er direkt. Also eine echte Glaskanone. Und ja gut, das Geld macht wieder keinen Sinn, also würde ich wie immer sagen, Chaos reduzieren, ne? Sie. Chaos reduzieren bin ich immer dabei. Gerade am Anfang. Gut. Und dann lege ich mich aufs Öhrchen. Und würde sagen, wenn jetzt nicht jetzt das nächste Mal dran ist, sehen wir uns auch wieder bei For the King. Bis dahin, erstmal ciao. Genau. Ciao. Ciao.